los mit dir, hä? Ja! Ihr hattet jetzt eine Stunde, über eine Stunde gehabt, dem was beizubringen. Und in einer Stunde so schwach zu sein, ist echt mies. Ihr würdet heute alle mit dem V rumlaufen, Versager. Wirklich. Ihr habt euch alle keine Mühe gegeben. Woran liegt das? 10 Liegestütze! Und laufen! Dicker, schlagen, so, Mann! Genau! Jo! Was kann der Power? Power! Jo! Das Wichtigste, nur Herz. Herz, du kannst alles in der Welt schaffen, was du willst, egal was es ist. Wenn du dir vorstellst, ich möchte mir einen Plasmafernseher holen, ohne Arbeit kriegst du dein Plasmafernseher nicht. Egal welche Sportart, du musst einfach nur das Herz dafür haben. Wenn wir das sehen von Anfang an, deswegen, wenn ein Neuer kommt, quälen wir ihn. Und wenn wir merken, er kommt wieder, dann wissen wir, er hat das Herz dafür. Wenn du es nicht hast, dann gibst du ziemlich schnell auf, egal welche Sportart es ist. Komm! Komm, rollen! Bis ich Stopp sage! Los! Wer mehr als 5 Sekunden ausrückt, muss noch mehr machen. Komm, weiter! Komm, Roland! Nicht aufgeben, komm! Die Rookies lernen bei Ali also die Grundkenntnisse fürs Wrestling. Die müssen noch keine Show machen können, müssen noch gar nichts können, außer fallen und sich bewegen wie Wrestler. Konzentriert euch, okay? Ihr nickt die ganze Zeit, aber ich sehe nicht. Ich sehe keine Fortschritte. Okay, ich sag's noch einmal. Konzentrieren, okay? Nicht vergessen, was ich euch alles beigebracht habe, gesagt habe, okay? Und nochmal. Er liegt hoch, schnell, schneller. Aber so viel Zeit habt ihr im Ring nicht. Okay, schneller. Jungs, und auch sowas müsst ihr von alleine kommen. Es geht auch immer darum, dass die Profis den Rookies das beibringen können, damit sie auch den Spot oder die Aktion generell überhaupt kapieren, was sie tun. Rum. Lernen. Runtergehen aufs Knie, wenn er jetzt kommt. Runter damit. Und mit den Rechten nach oben. Deswegen machen wir das ganz oft, dass die Profis den Rookies das auch wieder beibringen müssen, damit sie sehen, ah, ich kann es doch, ich weiß, was passiert. Und wenn die Rookies später die Profis sind, werden sie es den nächsten Rookies beibringen müssen. Rolle. Genau. Mach weiter. Andere, den Rücken. Die meisten haben ja schon das Gröbste hinter sich. Ich bin nur da, um sie zu quälen. Ich schwitze noch nicht mal. Komm, Roland. Weiter, wieso? Bleibst du stehen, Mann. Weiter, komm, weiter. Hier, der Rocky sang. Gön. 18, 19, 20.
Sportler bist, musst du quasi für den Sport leben. Es geht einfach nicht. Sport ist undankbar. Das bedeutet, wenn du eine Woche aussetzt, fängst du wieder von vorne an. Deswegen musst du dafür sorgen, dass du immer drinnen bleibst. Wenn du mal einen Tag Pause machst, dann musst du es irgendwie ausgleichen den nächsten Tag wieder, damit du wieder drinnen bleibst. Du lernst erst, wenn du am Arsch bist. Und dann fängst du an zu lernen. Okay. Wie ihr alle wisst, wird einer unserer Leute, in dem Fall Lucky Kid, uns jetzt für 4 Wochen nach Japan verlassen. Beziehungsweise er wird wiederkommen. Aber für die Zeit in Japan, dass es ihm nicht so schwer fällt, wird er von uns, also von der ganzen GWF, von uns ein kleines Survival-Pack bekommen. Das ist nicht so schön eingepackt, aber Lucky, komm her. Wenn es wirklich gut läuft, es gibt ja, wie gesagt, am 20. Juli eine riesen Tour in Japan, wenn ich da auf jeden Fall dabei sein kann, kann es mein Leben komplett verändern. Ich kann es wirklich hauptberuflich machen. Das ist auch mein Ziel im Wrestling-Business. Ich gehe auf jeden Fall dahin, um zu trainieren, um besser zu werden, um mich zu zeigen, um zu sagen, hier bin ich und hier will ich bleiben. Und ich will auf jeden Fall weltweit unterwegs sein. Und das ist eine Riesenchance für mich. Und deswegen werde ich auf jeden Fall da mein Bestes geben und durchstarten. GWF-Shirts muss sein. Werbung mit Lucky Kid. Hoffentlich hat er Lucky. Ja, noch ein Shirt. Oh, noch ein Shirt. Und was jeder Wrestler haben muss: Pferdesalbe. Egal, was das hier ist. Das ist Tapes. Wrestlers Best Friend, Tape und Pferdesalbe. Sehr braucht ihn. Weniger als mehr. Ist egal, dafür gibt's Doppelbohren auf meinem nächsten Tag. Was machst du morgen? Arbeiten. 16 Uhr? Schade. Was meinst du denn? Genau.